Wir kommen nun zu einem interessanten Thema aus der Psychologie. NLP ist das Stichwort, das steht für neurolinguistisches Programmieren. Was sich dahinter verbirgt, wird mir der Michi Winter gleich erzählen. Herzlich willkommen. Michi Winter vom Team Winter, eines der führenden NLP-Trainingsinstitute. Also was ich weiß, NLP heißt Neuro, also Gehirnlinguistisches über Sprache Programmieren. Das heißt, wir laufen also alle irgendwie, wir Menschen, auch ein bisschen wie die Computer. Na, wenn, dann ist es eher umgekehrt. Ja. Die Computer sind natürlich nach unserem Vorbild gebaut worden. Das heißt, die Computer funktionieren ein bisschen wie die Menschen. Das heißt, man könnte so also ähnlich wie ein Computer, der jetzt einen Virus hat oder ein Fehlprogramm, auch bei uns durch gewisse Techniken einfach das Leben verbessern, sage ich es mal so platt. Zweifellos, ja, das kann man. Wie kann man sich das vorstellen? Auf welchen Techniken funktioniert das? Ja, da gibt es ganz verschiedene Techniken. Die Grundtechniken sind zum Beispiel die sich mit dem Rapport befassen, sagt man im NLP, also mit dem Gleichklang, könnte man sagen. Das kann zum Beispiel ein Gleichklang sein, der über die Körperhaltung geht, so wie jetzt unsere Kopfhaltung zum Beispiel genau denselben Winkel hat, ja, um eine bessere Kommunikation zu ermöglichen. Das wäre eine Grundtechnik aus dem NLP. Ja. Das muss aber nicht nur der Kopf sein, das kann zum Beispiel meine Körperhaltung sein, ich kann die spiegeln, so, sitze ich da wie du, und dadurch wird unser Kontakt intensiver. Oder ich kann den Kontakt verringern, indem ich meine Körperhaltung anders mache als deine. Das heißt, ich präsentiere meinem Gegenüber, dass ich bin wie du. Ungefähr. Oder einer bin wie du. Einer bin wie du, könnte man schon fast sagen. Ja? Mhm. Wobei das eine Nebenbedeutung hat. Nicht? Wenn ich sagen würde, ich bin einer wie du, dann würde ich mich ja auch irgendwo überfordern, weil ich bin ja nicht wie du, ja, aber ich stelle einen Kontakt her. Ich mache es möglich, dass ein Kontakt entsteht. Und das mache ich mittlerweile ganz unbewusst, weil jetzt habe ich wieder genau denselben Neigungswinkel mit meinem Kopf. Also das heißt, ich höre raus, dass es eine Technik sozusagen ist, die viele Menschen wahrscheinlich eh von selber machen. Weil der Sozialarbeiter zum Beispiel, der einfach in die gewisse Szene geht, der muss ja einer sein wie die Leute, sonst würde er ja nicht angenommen werden. Ist das ungefähr so vergleichbar? Ja, das ist sehr gut vergleichbar so, ja. Weil die NLP-Techniken ja aus dem realen Leben entnommen sind. Das ist nichts anderes als lehrbar gemachtes reales Leben, wie es funktioniert. Das hat auch viel mit Bewusstwerdung zu tun, dass man Dinge, die man sonst wie ein Computer einfach normal in seinem Programm macht, plötzlich sich bewusst wird, also sprich sein eigenes Computerprogramm schreiben lernt. Ja, genau. Es geht um die Wahlfreiheit. Ja? Programmiert sind wir irgendwo alle, immer. Ja? Und NLP ist einfach der Versuch, uns gegenüber diesen Sachen, die in uns ablaufen, bis zu einem gewissen Grad zu emanzipieren und uns die Möglichkeit zu geben, unseren Zustand selbst zu wählen. Ja, und auch die Art und Weise, wie wir denken, selbst beeinflussen zu können und nicht dieser Art ausgeliefert zu sein, wie die Gedanken in uns ablaufen. Nun sind wir, wie wir wissen, alle durch irgendwie unsere Eltern, unsere Erziehung, durch die Schule programmiert im wahrsten Sinn des Wortes. Jetzt stelle ich mir das natürlich relativ schwer vor, da gewisse Macken wieder zu entprogrammieren oder zu verbessern. Ja, zweifellos. Ja, so leicht ist es nicht. Immerhin beschäftigt sich die Psychotherapie und die Lebensberatung seit langer, langer Zeit damit. Und NLP hat einige neue Ansätze, die wirklich sehr leistungsfähig sind in dem Zusammenhang. Ist es wirklich eine ganz neue Technik? Weil es hat ein bisschen, kommt mir so vor, ein bisschen was mit Mode auch zu tun. Das ist momentan modern, auch NLP-Kurse zu besuchen. Ist das wirklich modern? Wie alt ist das? Na, NLP ist an sich sehr alt. Die Vorläufer reichen bis am Anfang des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts zurück. Aber also richtig, so wie man es heute kennt, ist nicht viel älter als 20 Jahre. Die Anfänge des heutigen NLP liegen in den 70er Jahren in den Vereinigten Staaten. Aus Amerika kommt es. Ja, aus Amerika. Ja. Nun habe ich mich schon ein bisschen informiert vorab, natürlich gehört, dass NLP auch zum Beispiel von Politikern verwendet wird, von Großkonzernen, die ihr gesamtes Management schulen lässt. Und wenn du jetzt gerade gesagt hast, man kann damit lernen, sich auch manipulativ im Guten wie im Schlechten zu verhalten, ist das ja nicht unbedingt auch nur was Positives, ne? Naja, NLP ist eine Technik, die ist als solche neutral. Ja? Das kommt einfach darauf an, wie man es einsetzt. NLP kann natürlich missbraucht werden, ja? So wie Geld missbraucht werden kann oder Macht missbraucht werden kann. Oder wenn man es auf den Punkt bringt, man kann auch Hypnose missbrauchen. Ja? Also man kann Dinge, die funktionieren, kann man missbrauchen, aber das ist eben dann ein Missbrauch und es ist nicht die Technik selbst.
Also das heißt nochmal zum Negativen zurückzukommen, wenn also jetzt Manager in solche NLP-Kurse geschickt werden, dann werden sie von ihrer Konzernführung deswegen hingeschickt, um Gewinn zu maximieren, egal ob das für die Leute gut oder schlecht ist. Wir sprechen in eurem Fall von Team Winter ja von einem Therapieinstitut, wo Menschen sich persönlich helfen wollen, dass es ihnen besser geht. Ne? Kann man das ungefähr so? Ja, also NLP ist sehr stark in den Business-Bereich und in den Management-Bereich auch hinüber gegangen. Einfach deswegen, weil es funktioniert, weil es sehr zeiteffizient ist. Das heißt, es gibt also NLPler sozusagen aus beiden Lagern, ja, aus dem Non-Profit-Bereich und aus dem Profit-Bereich. Das stimmt. Wir sind eher dem Non-Profit-Bereich zuzuordnen. Wir haben allerdings auch Manager und Business-Leute. Das ist eine Mischung, ja, die sogar sehr attraktiv ist, ja, weil sich das ja gegenseitig ergänzt. Ich habe irgendwann einmal gehört, dass zum Beispiel also auch Spitzenpolitiker NLP trainiert sind. Man sagt das der FPÖ nach, dass also die gesamte Führung da solche Kurse besucht. Inwiefern kann man das praktisch erkennen, dass Leute also einem so tun, als wären sie einer von uns und sind es nicht? Oder was bringt das einem Politiker? Naja, das kann schon passieren. Das wäre allerdings sehr schlecht, das NLP, ja, wenn es nur darauf hinausläuft. Also einem Politiker bringt es natürlich Werkzeuge, ja. Es gibt ihm Werkzeuge in die Hand. Es ist allerdings so, dass heutzutage, glaube ich, das NLP quer durch die Parteien bekannt ist. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr eine bestimmte Reichshälfte, die mehr NLP hat als die andere. Bringen tut es ihm sicherlich etwas in dem Sinne, dass er effizienter kommunizieren kann, ja, dass er einen leichteren Zugang auch findet zu den Menschen. Würde es allerdings nur missbraucht werden für egoistische Zwecke, dann wäre es sehr schlecht, das NLP. In dem Sinne, dass sich herausgestellt hat, das haben wir doch sehr deutlich erfahren mit der Zeit, dass mit steigendem Selbstwertgefühl NLP immer weniger missbraucht wird. Also je höher das Selbstwertgefühl, desto geringer die Gefahr, dass es missbraucht wird. Das heißt, je besser sich jemand fühlt, je weniger muss er rangeln, weil er einfach seinen Platz von selber bekommt. Richtig. Das ist ein guter Ansatz. Ich versuche gerne ein bisschen praktischer zu werden, höre aber natürlich auch raus, dass genau dieses praktisch werden in dieser Situation jetzt hier relativ schwierig ist, weil so ein Kurs dauert ja mitunter ja ein ganzes Wochenende, eine Woche, da wird man langsam eingeführt. Ist das ungefähr richtig, wenn ich das so beschreibe? Ja, das ist richtig, wobei allerdings in Wirklichkeit schon sehr viel NLP stattfindet, während wir jetzt sprechen. Zum Beispiel, was eindeutig NLP ist, während wir sprechen, ist, dass unser Sprechtempo und unser Sprachrhythmus sich komplett angeglichen hat. Ja? Also wir sprechen praktisch im selben Rhythmus und das ist NLP. Das heißt im NLP Rapport. Das heißt, es läuft. Genau. Das Gespräch läuft. Laufen lassen, sagen wir. Ja, genau. Ja? Das Gespräch findet im selben Sprachrhythmus und mit derselben Sprachmelodie statt und unsere Körpersprache hat sich zumindest so weit angeglichen, dass unsere Kopfhaltung eben parallel ist. Und dadurch ist ein Rapport entstanden. Ja? Das ist schon eindeutig NLP. Was Rapport heißt was? Weil das erinnert mich jetzt an Rapport zum Rapport zu schreiben. Ja, das Wort kommt in verschiedenen Kulturen vor. In dem Fall ist es nicht militärisch gemeint, sondern Rapport ist auch ein NLP-Fachausdruck, der nichts anderes bedeutet als Kontakt. Wie spielt sich so ein Seminar jetzt ungefähr ab? Was wird da ungefähr gemacht? Also ein NLP-Seminar ist sehr erlebnisorientiert. Das heißt, in einem Seminar würde ich jetzt nicht erklären in erster Linie, was NLP ist, sondern ich würde die Teilnehmer in eine Erfahrung hineinführen, sich selbst zu erfahren, Selbsterfahrung im klassischen Sinne. Und wir beginnen mit dem Selbstwertgefühl, ja, aus Gründen, die wir schon besprochen haben, ja. Also wir beginnen gleich einmal damit, am Selbstwert zu arbeiten, weil dann auch die Gefahr geringer ist, dass es missbraucht wird und auch, weil es einen sehr großen Gewinn bringt, einen persönlichen Gewinn bringt. Richtet sich das jetzt in erster Linie an Menschen, die jetzt einfach irgendwie mit ihrem Leben nicht zurechtkommen oder ist es eigentlich etwas, was jeder mal machen sollte, an sich zu arbeiten? Weil zum Zahnarzt gehen wir ja, wenn uns was wehtut, gehen wir zum Onkel Doktor, zur gesunden Untersuchung. Ich denke, den Computer wartet man auch mindestens einmal im Jahr. Also höre ich raus, man sollte unseren Computer vielleicht auch ab und zu mal warten. Ja, absolut, ja. Also NLP ist sicherlich keine Technik, die speziell nur, wenn man ein Problem hat, angewendet wird, sondern das ist ein irrsinnig breites Gebiet. Das beginnt beim Managementbereich, beim therapeutischen Bereich, beim lebensberaterischen Bereich. Es geht ins Coaching hinein. Das ist heutzutage in der Supervision Standard und also für Gesunde genauso effizient und genauso wertvoll, wie wenn man tatsächlich ein Problem hat. Und man lernt also sich und die anderen besser zu verstehen.
Exakt so, ja. Also man lernt, die eigenen inneren Strukturen zu erfahren. Man beginnt zu verstehen mehr, wie man funktioniert tatsächlich innerlich. Und man beginnt natürlich auch zu verstehen, wie die Kommunikation mit den anderen funktioniert. Ja, wie andere denken, wie andere arbeiten. Und man wird in die Lage versetzt, sich und anderen eben zu ihren Zielen zu verhelfen. Das ist eigentlich NLP. Okay, dann danke ich mal für den ersten Teil des Gesprächs. Wir kommen in wenigen Minuten wieder. Ich würde dann ganz gerne mal versuchen, irgendein praktisches Beispiel, dass du mir das vielleicht zeigen könntest, damit sich unsere Zuschauer das auch ein bisschen genauer vorstellen können, auch was sich dahinter verbirgt. Ja, sehr gerne. Ja.